Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, heute möchte ich euch zu einem Seminar mit Wladimir Kurowski einladen. Wladimir Kurowski ist ein Stammespriester und Schamane aus der Ukraine, lebt in der vedisch-slawischen Tradition, die er direkt von seinen Vorfahren übermittelt bekommen hat. Zudem bereiste er in der Vergangenheit verschiedene Länder wie Indien, um dort von Gurus und Yoga-Praktizierenden zu lernen, hat dort Meditationstechniken gesammelt. Er bereiste auch das Altai-Gebirge, um dort von Schamanen zu lernen. Dort hat er Heilmethoden und Heiltechniken gesammelt. Das Ganze fügte er zu einem einheitlichen System zusammen, ist der Autor von mehreren Büchern. Am 6. und 7. April haben wir ihn nach Deutschland eingeladen mit dem Jiva-Lehrgang. Es wird der Teil 1 sein. Wir haben uns für einen Ort in der Nähe von Dresden entschieden, wo sehr viel Natur ist. Es ist ein abgelegener Ort, wo man sich sehr gut zurückziehen kann, sich sehr gut auf sich selbst einstimmen kann und sich arbeiten kann. Es wird beim ersten Teil den Teilnehmern vermittelt, was die Jiva-Energie überhaupt ist, wie man sie aufladen kann, akkumulieren kann, wie man damit arbeiten kann, um gesünder zu werden, um mehr Erfolg im Leben zu erreichen. Man kann die Jiva-Energie so ähnlich wie einen Treibstoff sehen. Man muss diesen Treibstoff erst bekommen, aufladen, um ihn dann realisieren zu können. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es wird ein sehr interessantes, abschlussreiches Wochenende sein. Ich bin als Übersetzer dabei. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut auf meiner Homepage nach unter diesem Link oder unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Dankeschön auch für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.